Was wäre eigentlich passiert, wenn Dumbledore gewusst hätte, dass Tom Riddle zu Voldemort wird? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über Dumbledore, Tom Riddle und darüber sprechen, was passiert wäre, wenn Dumbledore gewusst hätte, dass Tom Riddle zu Voldemort wird. Was wäre, wenn Dumbledore gewusst hätte, was aus Tom Riddle werden würde? Was wäre, wenn er gewusst hätte, dass die Kindesversion des Mannes, der Lord Voldemort werden würde, direkt vor ihm saß? Werfen wir mal einen Blick auf seine Möglichkeiten. Tom Marvolo Riddle, auch bekannt als Lord Voldemort, der mächtigste dunkle Zauberer, der je auf der Erde wandelte. Der bösartige Mörder, der für den Tod von Hunderten von unschuldigen Muggeln und Zauberern verantwortlich ist. Die Person, die den gesamten magischen Sektor Großbritanniens in ihre Gewalt gebracht hat und deren Name all denen Angst einjagt, die nicht mutig genug sind, ihn auszusprechen. Der Mann, dessen reinblütige Ideologie ihn dazu veranlasste, eine Diktatur über die magische Welt zu errichten, um sie zu reinigen und zu unterwerfen. Sein Name wird nie vergessen werden, selbst nach seiner Niederlage, vor allem wegen des Schadens, den er hinterlassen hat. Warum ich ausgerechnet die schrecklichsten Taten hervorhebe, die Voldemort begangen hat, weil ein Teil des Videos rechtfertigt, warum Albus Dumbledore möglicherweise im Recht war, Tom Marvolo Riddle etwas Schlimmes anzutun. Na, wie oft haben einige von euch schon gedacht, oh, wenn Dumbledore nur gewusst hätte, dass es an dem Tag ins Waisenhaus geht, hätte er Tom Riddle auf der Stelle töten und eine Menge Leben retten können. Aber was wäre, wenn Dumbledore es gewusst hätte? Was wäre, wenn er zum Beispiel irgendwie in der Zeit zurückgereist wäre, um sein früheres Ich zu warnen? Oder er war sich all dessen auf eine andere Art und Weise bewusst, dass Tom Lord Voldemort werden würde? Zum Beispiel aufgrund eines seltenen Zaubers, der es Dumbledore ermöglichte, die Zukunft von jemand anderem zu sehen. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir dieses Video aus einer Perspektive betrachten müssen, dass Dumbledore alles wusste bzw. weiß. Es spielt keine Rolle, woher er es weiß. In diesem Video geht es darum, dass er weiß, dass der junge Tom Riddle zu Lord Voldemort werden wird. Er weiß, dass dieser Junge im Begriff ist, Lord Voldemort zu werden. Also ist er jetzt an dem Punkt, an dem er entscheidet, was er tun soll. Er hat definitiv mehrere Möglichkeiten. Die erste, die ihm in den Sinn kommt, ist natürlich, den jungen Tom Riddle zu töten, um zu verhindern, dass er jemals zu Lord Voldemort werden kann. Hunderte von Leben würden gerettet werden. Niemand würde leiden. Es würde keinen Zaubererkrieg geben. Es wird kein Horcrux erschaffen, keine Kammer des Schreckens geöffnet, Hagrid wird nicht vertrieben, die maulende Myrte stirbt nicht. Es gibt so viel Gutes, das getan werden könnte, wenn Dumbledore einfach seinen Zauberstab genommen hätte und das Leben des jungen Tom Riddles beendet hätte. Aber kann Dumbledore wirklich einen Jungen töten, der keine Ahnung hat, was aus ihm werden wird und der so jung ist? Ich kann immer noch nicht glauben, dass das Monster in einem so jungen Alter in ihm drin war. Und was ist mit der Wirkung, die es auf Dumbledore haben würde? Das ist sicher ein beängstigender Aspekt für ihn. Und deswegen ist es auch für mich nicht die richtige Entscheidung, den Jungen zu töten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das Angebot, Tom in Hogwarts aufzunehmen, einfach zurückzuziehen. Er lernt nicht, die Magie zu kontrollieren und muss sich mit einem Platz in der Muggelwelt zufrieden geben. Fall abgeschlossen, oder? Falsch. Ganz, ganz falsch. Tom ist immer noch in der Lage, ohne Zauberstab zu zaubern. Und das ist etwas, das er lernen kann zu kontrollieren. Seine Persönlichkeit verlangt nach Perfektion und Tom Riddle könnte in der Muggelwelt durchaus zu einem Serienmörder und Psychopathen werden. Oder er könnte eine Verbrecherfamilie gründen oder selbst in die Politik gehen und was noch viel schlimmer ist, mit seiner begrenzten, aber mächtigen Magie eine politische Machtübernahme anfechten. Er tritt in die bereits bestehende Beziehung zwischen dem Premierminister und dem Minister für Zauberei und Muggelmagie ein, was Tom den Weg in die magische Welt und den Erwerb eines Zauberstabs eröffnet. Vielleicht hat Dumbledore die Möglichkeit, das Risiko einzugehen, für Tom eine liebevolle, fürsorgliche Pflegefamilie zu finden, bis er volljährig ist, und dann seine Ausbildung in Hogwarts genau zu überwachen, indem er täglich Berichte über sein Verhalten verlangt. Der Vorteil, den Dumbledore hier hat, besteht darin, dass er die Stufen von Toms Entwicklung kennt und genau sieht, wenn sich was zum Schlechten wendet. Wenn Dumbledore es richtig anstellt, kann er die Ereignisse so manipulieren, dass Tom alle Chancen hat, erfolgreich zu sein. Er könnte zum Beispiel wöchentliche Treffen mit dem jungen Tom arrangieren und ihm das Gefühl geben, dass er geschätzt wird. Ja, das ist eine sehr gefährliche Entscheidung, aber es ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss, um zu vermeiden, dass der Junge getötet werden muss. Albus Dumbledore hat eine sehr schwierige Entscheidung zu treffen, aber das Positive daran ist, dass er nun das Schicksal der Welt in seinen Händen hält.
Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und dein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.